Eines der ersten Konzerte habe ich gesehen, das war in Köln in der Satori, im Satori-Saal, und das war einfach gut. Die war so anders und die Texte waren so neu gesetzt, also dass man dachte, hey, das geht ja mit deutschen Texten doch wieder. Nina Hagen wird zur Galionsfigur einer neuen offensiven Weiblichkeit. Punkrock im Fernsehen. Wenn die Frauen mit den Boys schlafen, dann müssen sie sich hier anfassen. Man kann sehr schön sagt man. Man kann auch schön so machen, man kann auch schön so. Man muss immer darauf achten, dass die Frau ihre eigene Hand dort hat. Man kann es gut so machen. So, dann kann es gut anfangen. Ich habe ein Lied gemacht mit Ariane zusammen von den Slits. Das haben wir Punk genannt, das Lied. Das ist mit dem Unterdrücken, das kannst du mich nicht. Auch wenn du es immer die ganze Zeit versuchst. Du weißt es, ich glaube, du bist nicht ganz dicht. Es ist zu viel und ich habe genug. Punk hat jetzt alles revolutioniert. Als Punkrock kam, das spülte die alten Leute ja nur so weg. Das erste Mal, dass ich irgendetwas von Punk mitgekriegt habe, ist in der Bravo meiner kleinen Schwester an einem Poster der Sex Pistols. Punkbands wie die Sex Pistols oder The Clash zerstören mit ihren simplen drei Akkordstücken den Gigantomanismus der etablierten Rockgrößen. Jeder kann Musik machen, lautet die Devise. Ich mochte nie Gitarren-Solos. Plötzlich waren die, als ob ich es mir selber gewünscht hätte, sie waren nicht mehr da, die Scheiß-Solos. Ja? Ein Stück war in 2 Minuten zu Ende und es war alles drin. Das hat mich total begeistert. Ich habe es tierisch geil gefunden, wenn einfach nur wirklich so die Gitarren so rauf und runter gespielt wurden, immer nur in 2 oder 3 Tonlagen und dann nur ein Gegröle war und dann irgendwie der Punker von der Bühne gepisst hat, wenn es halt asozial war. Das war geil. Also in der Schulklasse hatten wir einen Diplomatensohn, einen Jugoslawen, der konnte immer durch seine Eltern noch in den Westen und hatte lauter Platten, also die wir alle nun nicht kaufen konnten, die nun im Osten so normale DDR-Bürger waren. Und der kam eines Tages so zu mir und sagte in der Schule, ich habe die Nevermind the Bollocks gekauft von Sex Pistols und da ist kein einziges Lied langsam darauf. Anfang der 80er erreicht der Punk den Osten. Die Zahl der Fans ist gering, die Angst des Staatsapparats dafür umso größer. Hast du dir so Clash, so ein Badges da, so ein Sticker daran gemacht und so? Und dann kam noch ein Zweiter dazu von Pink Floyd, The Wall, das hat sich total gebissen, aber da war ich ja auch noch nicht so extrem so auf Punk so ausgerichtet und so. Und dann kam eben der erste Bulle, der hat dir die Dinger abgenommen. Und dann wurdest du so ein bisschen wütend und dann irgendwann, daraus ist es so immer entstanden. Also du wurdest so dazu auch gemacht. I got a feeling inside of me. It's kinda strange, like a stormy sea. I don't know why, I don't know why. I guess these things have gotta be. Mit Punks, die aus dem Westen kommen, habe ich ja gar nicht am Hut, weil letztendlich die ja nicht so unter so pseudopolitischem Druck standen wie wir. Ne? Ja, ich weiß nicht, ich meine, wenn du im Osten über die Straße gelaufen bist, dann bist du so, also ich habe fast jeden zweiten Tag irgendwo bei den Bullen gesessen und wurde verhört. In diesen Tagen wurde mehrfach versucht, so Punkerkarteien anzulegen. Unter anderem auch in Hannover, auch in Düsseldorf. Jeder, der den Ratinger Hof betreten hat, wurde damals fotografiert und irgendwo archiviert. Ja? Und die Hannoveraner haben ja dann gesagt, pass auf Leute, bei uns gibt es diese Aktion jetzt auch, kommt alle rüber, lasst euch alle fotografieren, wir machen hier eine Fete. Und das waren die ersten Punkertage, die kamen eigentlich aus einer super Idee raus. Während die Punks im Osten mit allen Mitteln versuchen, aus der staatlichen Totalversorgung auszubrechen, sind die Westpunks viel desillusionierter. Sie verweigern sich einer Gesellschaft, die für sie keine Zukunft mehr bietet.
Punk ist Auflehnen gegen die Gesellschaft. Gegen die Spießer, gegen die Ärsche, gegen die Art, wie die leben, so richtig im Tran drin. Ne? Morgens aufstehen, arbeiten gehen, abends nach Hause kommen, essen, alte knallen, schlafen gehen. Morgens aufstehen, vielleicht jedes Jahr mal in Urlaub fahren. Mehr ist das doch nicht. Ich möchte dabei sein, den Kampf, die Welt regiert, den Kampf, die Welt regiert. Man durfte kein Beton gut finden, man durfte kein Plastik gut finden, man durfte keine Hochhäuser gut finden, solche Dinge. Und das hat mich eigentlich zunehmend genervt und ich fing langsam an, auch diese Leute, die immer diese korrekten Theorien vertraten, zu provozieren. Und die konnte man halt wunderbar provozieren, gerade mit diesen Dingen und dann natürlich auch mit Dingen wie Hakenkreuzen. Was bedeutet denn für euch Faschismus? Sympathisiert ihr damit? Sympathisieren, nicht im Leben. Faschismus bedeutet für mich Unterdrückung, genau wie das unser Staat heutzutage noch ausführt. Punk vertritt keine Ideologie. Für was soll man auch sein, wenn alles scheiße ist? Punk ist nichts als eine hässliche Pose, das Bekenntnis, Müll zu sein. Auch wenn man sich dafür richtig stylen muss. Es gab ja damals nicht die ganzen Styling-Produkte wie Gel und Haarschaum. Damals gab es ein Haarspray von Gard, das Nilla, ne? Das war so richtig stark festigend. Das war das Einzige, was es gab. Und ansonsten habe ich den Rasierschaum meines Vaters immer in die Haare. Dann sahen die so verfilzt aus, wie jetzt die Haare ungefähr jetzt. Aber dieser Rasierschaum, der hat das Ganze so verfilzt gemacht. Aber es roch natürlich dann tierisch nach Rasierschaum. Und die Haare standen nicht wirklich ab. Jeder hatte so seine Art, so die Haare so sich so hoch zu machen. Und das Schlimmste war, sich gegenseitig zu sagen, hey, deine Haare liegen. Das war schlimmer als du bist ein Arschloch oder du Fotze oder was weiß ich, was man jetzt sagen kann. Ich mach mir ein Loch in die Backe und einen Knopf ins Ohr. Und dann komm ich mir tierisch vor. Ich mach jetzt Punk. Ich mach jetzt Punk. Der Punk, der war zum Beispiel auch gegen seine eigene Generation, die zum Beispiel aufbröselten und in die Diskotheken gingen. Das Saturday Night Fever bricht aus. Film und Soundtrack brechen sämtliche Rekorde. John Travolta wird zum Held für Millionen Teenager. John Travolta war ein Riesenidol. Ich habe den Film gesehen. Das war für mich damals eine Offenbarung. Ich war in dem Film montagabends drin, dann dienstags, mittwochs, donnerstags, freitags, samstags. Sechsmal hintereinander, habe mein ganzes Monatstaschengeld dafür geopfert. Und ich fand die Mode super klasse, die Schlaghosen. Freistanz im Big Eden, Berlins Teenie-Diskothek. Wer tanzt wie John Travolta, organisiert von der Redaktion einer Jugendzeitschrift. Elf Landessieger erschienen zum Endkampf, teils mit eigenem Fanclub. Für je 2,5 Minuten standen die Tänzer im Rampenlicht. Klamotten musst du immer haben in der Diskothek, ne? Kannst nichts dann machen, sonst kannst du keine Show abreißen, ne? Disco-Mode hat Hochkonjunktur. Doch nicht nur für die Bekleidungsindustrie wird der Tanzboom zum Marktfaktor. Von der schillernden Glitzerwelt mag jeder gern ein Stück abhaben. An die Tanzschule gegangen, weil die damals diesen Night Fever angeboten haben, diesen Tanz aus dem Film. Und ich habe dann nichts aufgepasst, weder bei Walzer noch Tango noch Foxtrot, sondern nur Night Fever. Wolle, Wolle, Hacke, 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 Spitze, die Drehung von Anfang. So, so, jetzt nach rechts, spring, so, rein nach links, spring, so, jetzt der Kick, Kick, Rückplatz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
eine Wolle.